Hallo Leute, Exhumant hier wieder mit einer neuen Folge Ark Survival Wolf. Und ich habe hier jetzt mal mich schon auf meinen Pelagornis aufgesetzt. In der letzten Folge ist das leider alles ein bisschen abrupt gewesen, das ganze Ende. Da ist der PC abgestürzt, warum auch immer. Deswegen konntet ihr leider nicht mehr sehen, wie ich den Vogel gezähmt habe. Macht aber nichts. Wir machen an der Stelle weiter, wo wir ausgestiegen sind quasi. Und ich muss sagen, endlich ein Vogel. Wahnsinn. Wir können endlich mal ein bisschen herumfliegen. Und das Ding ist echt riesig. Guckt euch das Ding mal an im Vergleich zu mir. Der ist ja fast so groß wie ich, ja. Wir können auf den auf jeden Fall schon mal ein bisschen herumfliegen. Was echt cool ist. Die Flügelspannweite ist enorm von dem Ding. Jetzt noch mein Floß mit meinen Raptoren. Bevor ich hier aus dem Spiel gekickt wurde unfreiwillig. So, ich sehe gerade, wir haben wieder ein Level Up. Und dann werde ich doch mal... Was werde ich machen? Irgendwas muss ich mal leveln von den Sachen hier. Hm. Was nehmen wir denn? Bisschen Widerstand. Kommen wir nochmal ein bisschen Widerstand. Die Punkte werde ich mal demnächst mal ausgeben dann. Das sind ja doch schon wieder ein paar. So, jetzt gucke ich erstmal, wie der sich hier macht, der Vogel. Ja, yeah, cool. Können hier mit der Eintaste ein bisschen schneller fliegen. Verbraucht natürlich ein bisschen Stamina. Also müssen auf jeden Fall zwischenlanden. Guck mal, und hier ist eine Höhle. Ein Eingang zu einer Höhle. Ich zeige euch mal kurz auf der Karte, wo das ist. Okay, da unten auf der Insel. Jetzt sehe ich gerade, auf der Karte ist irgendwie auch alles resettet. Mit dem Absturz hat er irgendwie sämtliche Informationen verloren, warum auch immer. Weil ich hatte ja eigentlich schon die Karte ein bisschen mehr aufgedeckt, ne? Wie ist das hier? Ich musste auch die ganze Steuerung wieder einstellen. Das hat hier auch alles irgendwie nicht funktioniert. Komplett resettet, auch die Einstellung für den Singleplayer-Server quasi. Von Same, wie lange das dauert und XP-Faktor und so. Oh, wie es heißt. Okay, also hier kann man nicht rein, ohne dass einem heiß wird. Ich weiß gar nicht, ist hier die Höhle... Ich glaube, das war eine Höhle, die so eher auf den niedrigen Level ist. Schwierigkeitsgrad quasi. So, jetzt fliegen wir einfach mal ein bisschen nach oben. Alter, Sonne entgegen. Bin ein bisschen geblendet. Jawohl, so. Guckt euch das Ding an hier. Mordsflügelspanne. So, wir hatten ja schon in den letzten Folgen gesagt, wenn ich neue Dinos zähme, ihr habt die Möglichkeit, den Namen zu geben. Und zwar den Wunschnamen, den ihr gerne hättet. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und bin ja schon mal gespannt, was ihr euch für einen lustigen Namen für den Vogel ausdenkt. Ist, wie gesagt, ein Pelagornis. Wir gucken mal kurz. Nee, das ist meine Mitte. Das ist auch falsch. Okay. So, wir haben ein Weibchen. Level 71 ist er. Hat also ein bisschen beim beim Zähmen ein paar Level dazugekommen. Komm, wisst ihr was? Ich fliege jetzt einfach mal zu dem grünen Supliquate mal hin. Sofern er nicht gleich wieder verschwindet. Aber wir werden mal nicht so weit oben fliegen, denn ich sehe schon, die Stamina-Leiste ist ein bisschen leer. Müssen wir schon wieder landen. Das ist der Nachteil bei den Fliegern. Bei den Urvögeln. Na, weil Flugsaurier sind es ja in dem so nicht. Man muss immer wieder zwischenlanden. Ja, relativ oft. Das haben sie irgendwann mal die Entwickler vor einer Weile geändert. Die wollten halt einfach die völlig OP Pteranodons mal überarbeiten und haben die massivst geschwächt, die Viecher. Vorher konnte man mit denen so unheimlich schnell rumfliegen. Von A nach B auf der Map. Oh, was ist da? Da ist ja ein Raptor am Kämpfen, glaube ich. Ja, da ist ein Raptor. Da unten sind keine Bösen, soweit ich sehen kann. Da lande ich mal schnell. Guck mal, was hier drin ist. Vorher schön. Ein Sattel.
Blöde ist immer nur, ich weiß nicht warum, das muss irgendwie ein Singleplayer-Bug sein. Ich sehe immer nicht, wenn ich in der Kiste gucke oder im Inventar von den Kisten, was für ein Bauplan oder was für ein Item ist. Das sehe ich halt leider nur bei mir im Inventar. Das ist irgendwie ein Bug halt. Gut. Wir haben hier einen Bauplan für einen Triceratops-Sattel. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, sie brauchen nur noch einen Triceratops. Lila, der ist lila Farm, nicht schlecht. Der lila ist halt schon besser. Hier, so einen brauchen wir. Ein, wie heißt er? Ist er weg. Komm, zeig dich. Schade. Aber die sind sehr scheu. Aber so einen muss ich mir unbedingt mal zähmen. Ach ja, genau, Tapajera. Die haben so komischen Horn, Falz oben drauf am Kopf. So, ich fliege nochmal kurz mal hoch und guck mal, ob hier noch woanders ein Supliquate in der Nähe ist. Ansonsten würde ich sagen, wir fliegen mal Richtung Basis zurück. Da hinten kommt einer runter. Ja, okay. Dann fliegen wir mal zurück zu unserem Floß und dann gehe ich mal zur Basis, weil irgendwie ist ja, wie gesagt, die Karte hier völlig zu mittlerweile wieder. Seltsamer Bug. Ja, dann müsste ich mir irgendwie mal demnächst mal einen Twig suchen mit einem hohen Level. Das ist halt das Schwierige hier. Oh, wir haben keine Stamina mehr. Ist halt, wenn man die ganze Zeit hier mit Sprinten quasi herumfliegt, dann verbraucht sich die halt doppelt so schnell. Da jagt ein Dilo einen Moshop. So langsam wie der Dilo läuft, kommt der nicht hinterher. Da muss er sich ein bisschen anstrengen. Wir gucken mal derweil immer, was für ein Level die haben. Level 52. Schwierig zu zieren hier mit dem Fernglas. Ja, also hier so ein Level 150 Dinosaurier. Das hat hier der Maximallevel, den ich hier im Spiel habe. Das ist höchster Schwierigkeitsgrad, wie gesagt. Deswegen ist halt das Spiel auch ein bisschen schwierig für mich. Zum Teil. Man muss halt schon höllisch aufpassen, wen man angreift und wo man langläuft. Vor allem nachts halt. Habt ihr ja schon gesehen, also einige Sachen passieren. So, da haben wir das Floß wieder. Dann würde ich sagen, parke ich mal den Vogel drauf und die zwei Raptoren. Er hat ja keine Stamina. Okay. Die landen dann immer automatisch. Früher haben sie ihn dann einfach aus der Luft abgeworfen. Das war dann mal ganz toll, vor allem wenn man keinen Fallschirm dabei hatte. Da fällt man dann von seinem Vogel runter und ist dann immer auf dem Boden aufgeklatscht, bumm, tot. Ja. So war das damals. Oh, ist jetzt süß, wie der wackelt da mit seinem Popo. So, absteigen, du wartest da. Folgt er mir? Okay, neutral. Na, nur mal die Raptoren hier. Na, komm. Von der Seite drauf laufen. Okay. Fast geklappt. Sattel. Den müssen wir mal wegnehmen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen auf die Tastaturbelegung wieder erinnert. War den Raptor gekühlt, weil ich irgendwas hier gedrückt hatte. Okay, so, ab nach Hause. Ah, der Vogel fährt runter. Nee, okay. Sah gerade so aus, wenn er runterfallen würde. Dann schippern wir mal Richtung Heimat. Wenn ich nicht so blöd wäre und da gegen die Küste fahren würde. Ist ja doch ein bisschen flacher hier. Hier vorbei. Okay, klappt.
einmal über den tiefen Ozean hier. Hier muss man allerdings auch aufpassen. Es gibt hier so einige Tiere unter Wasser, die sind ziemlich gefährlich. Riesengroß und gefährlich. Die können mein Boot hier mit Floß in der Tat zerkloppen. Wäre sehr schlecht. Da hinten kommt wieder ein grüne Versorgungskiste runter. Und da hinten ist auch nochmal eine grüne. Durch die Überstrahlung sehe ich das gar nicht so. Oh, da unten ist ein Manta. Und ein Hai ist da unten im Wasser. Ah. Und da vorne ist eine Qualle. Ich glaube, mit denen sollte man nicht kuscheln. Sonst kuscheln sie mit einem mit den Tentakeln. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Die sind für mich völlig neu. Aber ich denke mal, die sind sehr gefährlich. Das ist ein Hai. Megalodon. So, wir müssen bis da hinten hin. Auf die andere Seite der Insel. Ist halt doch ein bisschen weiter weg gewesen, unsere Basis hier. Okay, er kommt runter, wie man sieht es da oben. Dann würde ich sagen, wir parken mal auf los. Und nehmen wir den Vogel und fliegen mal da oben hin. In freudiger Erwartung, dass da was Schönes drin ist. Ich sehe gerade, die Versorgungskiste hat so einen Kranz. Das heißt, sie könnte noch ein bisschen besser sein, der Loot. Aber mal sehen. Das hier drüben ist übrigens so eine kleine einsame Insel. Da sind keine Raptoren oder drauf, keine Karnivoren. Da sind nur Herbivores auf der Insel. Ist eine schöne Lagune. Ich hatte schon überlegt, ob ich da drüben vielleicht eine Basis baue. Da könnte man schön Unterwassergehege hinbauen. Wir haben sowieso in absehbarer Zeit nochmal eine zweite Basis irgendwo errichten hier in der Nähe. Denn ein Standort reicht halt nicht aus, zumal man dann auch effektiver, wenn man in der Nähe der anderen Obelisken ist, halt ein bisschen effektiver mit den Flugsauriern dann die Sachen einsammeln kann. Denn hier in der Gegend kommen eher so die weißen, grünen und blauen, manchmal auch lila noch darum herunter, aber so die gelben und roten, die höherwertigen Versorgungskisten, die gibt es halt eher dann im nördlichen Teil der Insel. Na komm, steig auf. So. Ich guck mal kurz, was ich bekommen habe. Bisschen Holzbauelemente. Transfusionsgerät, okay, das ist auch in Ordnung. Brauchen wir nicht unbedingt. 14 Betäubungspfeile ist schon mal sehr gut. Und ein Bogen wieder unten. Schöne Fernglas. Okay. Müssen wir nicht craften. So viel Kristalle habe ich sowieso nicht mehr. Die stehen ja hier noch ganz am Anfang. So, darüber, da müssen wir. Auf die Seite der Insel. Und dann sind wir auch schon da, wo wir unsere Basis haben. Ist der Trilobite? Nee. Oder? Doch, das ist ein Trilobite. Ich überlege gerade. Na komm, den machen wir mal. Ein bisschen Öl. Kann nicht schaden. Na, hau ab, Delfin. Würde ich jetzt nicht zähmen. Ist hier noch irgendwo ein Trilobite? Nee. Scheinbar nicht. Ha, unter Wasser ist auch schon schön hier so. So. Und weiter geht's. Macht er dann Handstand? Anstand muss. Oder Kopfstand.
So, wir sind fast da. Vorne, wo der grüne Obelisk da kommt, kann man ein bisschen schwer erkennen, weil das ist sehr stark überblendet hier. Da haben wir unsere Basis. Genau, war da drüben. Tja, das heißt ja, ich muss ja wieder so ein bisschen die Insel erkunden, weil irgendwie halt die Map wieder zu ist. Warum auch immer. Ah, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr erkundet. Jetzt kommen wir ungefähr in der Nähe da, wo wir sind. Gucken wir, was im Grünen da drin ist. Aber freut mich schon mal, dass ich jetzt endlich mal einen Flugvogel habe. Da können wir zumindest mal ein bisschen mal in der Nähe erkunden, ohne dass wir ständig irgendwelche Dinos töten müssen unterwegs. Weil der Land halt doch wesentlich mehr rumrennt, als in der Luft fliegt. So, unsere Basis wieder. Und die anderen Dinos warten alle schon freudig. Bauelemente mal wieder. Okay. Grün ist halt immer sehr oft Holz drin. Holzbauelemente. So, mal gucken. Brauchst du Fleisch? Ja, der braucht Fleisch. Dann geben wir ihm mal ein bisschen. So, Level Up. Schwierig, schwierig, schwierig. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich werde die Ausdauer machen. Denn Nahkampfschaden, weiß ich nicht. Das irgendwie Sinn macht bei dem Vogel. 299 auf 311 ist nicht viel, aber vielleicht hilft es ja ein bisschen so. Das ist hier unser neuer Raptor. Den klauen wir mal das. Genau, ich hatte hier noch einen T-Rex mit platt gemacht mit dem. Da gab es da so einen schönen Skin. Werde ich gleich mal auch anziehen. Level 212, weiblich. Der hatte noch keinen Namen, der sollte, glaube ich, Ziva heißen, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig dran erinnere. Optionen, Namen ändern, okay, da haben wir was. So, Ziva. Ne, wie CS halt, ne? Hatte Wolfman Jack gesagt. Und die Gesundheit ist er bei 4333, ist schon ordentlich. Ja. Ausdauer 810 und noch der nächste wichtige Wert ist Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, die ist ein bisschen niedrig. Nahkampfschaden 553. Was machen wir denn jetzt am besten? Wir machen mal Nahkampfschaden. Ich finde das so süß, die Animation. So, der Sattel kommt hier raus. Den nehmen wir mal unserem Höherschuh hier. Das heißt, wir müssen nochmal Sattel craften. Ja. Gut. Was kommt da runter? Ist das ein gelber, ein weißer? Schwer zu sehen. Nee, das müsste ein weißer sein. So, endlich wieder zu Hause. Die warten schon alle freudig hier. Und ja, ihr guckt gerade rechts im Bild, da ist ein großes Tier. Ich habe hier derweil auch noch was anderes gesehen. Der ist mir letztens dazugelaufen, so. Der stand da so rum und dachte, komm. Ja, er hat auch schon einen Sattel. Ein Stegosaurus. Leider nur Level 44, das heißt, er ist relativ nutzlos. Aber... der ist optimal, um Bären zu farmen. Ja, genau. So, gucken wir mal kurz uns das Tierchen an hier aus der Nähe. Ein Stegosaurus. Ja, schon Mordsklopper. Da habe ich letztens mal auf die Schnelle mal gezählt, weil der irgendwo festhing. So, mit dem können wir jetzt hier Bären sammeln. Und Bären brauchen wir auf jeden Fall. Eine ganze Menge. Ihr seht schon links die ganzen Zahlen. Das sind relativ viele. Dafür ist er halt sehr träge und langsam und die Stamina verbraucht sich sehr schnell, wenn ich hier sprinte.
Aber mit den ganzen Bären wird dann auch die meisten wegschmeißen. Ich brauche im Prinzip ja die Narkobären, um Narkotics herzustellen, um damit wir wieder neue Dinge zähmen können und betäuben können. So, ich klopfe mir einfach rechte Maustaste, beziehungsweise linke Maustaste. Können auch Bäume fällen, gibt es auch ein bisschen Holz und Stroh. Er sammelt so alles, was in seinem Umkreis ist hier. Jetzt muss ich mal kurz mal warten, hat keine Ausdauer mehr. Das ist halt der Nachteil bei den niedrigstufigen Dinos, dass man da immer das Stamina-Problem hat. Und steuern kann man die auch recht schwer. Bis die da mal einmal um die eigene Achse sich gedreht haben, das ist schon Wahnsinn. Die haben einen Wendekreis wie so ein Schuhkarton. Oh, Level Up. Das heißt, wir werden mal Gewicht machen, obwohl es nicht viel ist. Aber ihr seht ja, wie viele Bären der jetzt schon drin hat, die Hunderte. Und gucken wir einfach mal, wir werden, was machen wir da am besten? Komm, wir übernehmen mal alles. Dann machen wir mal Mejo. Und übertragen wir wieder zu dem. Jawohl. Narco. Und übertragen. Jawohl. So, und den ganzen anderen Kreppe, den kann man eigentlich weghauen. Aber ich werde mal die behalten, weil die frisst der nämlich, die blauen. Azulberry. Und Pflanzensamen, ja, werden wir mal mitnehmen. Ich muss ja sowieso irgendwo mal anfangen, mit den ganzen Samen zu pflanzen. Irgendwann mal Beete bauen. Okay, so, den Rest, den können wir mal wegschmeißen. Also für hunderte Bären, das ist ja viel zu viel, das können wir gar nicht tragen. Einerseits. Und verbrauchen nahrungsmäßig können wir das auch gar nicht alles. So, vielleicht mal ein paar Essen davon. Jawohl. Gut, dann habe ich jetzt hier nur die wichtigsten Sachen für den Stego, die blauen halt drinne und vor allem die Narkobären, ja. Und 500 ist schon okay. Man könnte natürlich auch die ganzen Sachen halt von Hand pflücken, aber dafür gibt es halt diese Dinos halt hier. Ein Stego ist ein bisschen besser als ein Triceratops. Weil er mit dem Schwanz halt schon ein bisschen mehr sammeln kann. Aber der Wendekreis ist nur einfach unglaublich schlecht. Ihr seht ja, das Ding ist ja so unglaublich langsam. Komm, dreh dich doch mal. Ich will doch da wer parken. So, da können mich die ganzen Bären dann hier auch hier rein. Haben wir noch hier noch Platz drin? Ja, ich denke mal. Okay. So, dann gib mir mal die ganzen Narko. Da kann man mich nebenbei ein bisschen Narkotics herstellen, wenn wir hier sind schon. So, Narkos übertragen. Jawohl. Und dann stellen wir mal ein bisschen davon her. Dann brauche ich aber noch ein bisschen Fleisch. Verdorbenes. So. Da sind auch noch 5 drinne. Da können wir noch ein paar mehr herstellen. Ja, weil Narkotics brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Zum einen gibt es halt das Problem, dass einige von diesen Dinosauriern einen relativ niedrigen Topo-Wert haben. Das heißt, sie müssen relativ schnell immer wieder neu betäubt werden. Ah, da verbraucht man dann doch schon recht viele. Echo 2.
2. Okay, da haben wir noch die Lophosaurus, ich weiß gar nicht. Den hatten wir noch keinen Namen gegeben, dem hier. Das war der dann, der eine neue. Ichthyornis, der hat auch noch keinen Namen. Pegomastax hat auch noch keinen Namen. Ihr könnt euch ja mal überlegen. Das ist ein Männchen. Das ist auch ein Männchen. Und das ist ein Weibchen. Die anderen hatten alle Namen hier. Echo 2, Max. Da ist noch ein Dilo ohne Namen. Sehe ich auch noch. Pupsa, der mal pupst. Obwohl die Dos pupsen eigentlich mehr als die anderen. Total fleißig. Ja, und der Stego hat auch noch keinen Namen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Namen posten. Ja, und 70. Da haben wir dann ungefähr 300 Narcotics. Ist schon mal sehr gut. So, ich pack mal das ganze Zeug hier mal rein. Das brauche ich mich aktuell nicht. Und das auch. Den Türrahmen. Das, den Bauplan. Weiß ich es gar nicht. So, hier hatten wir Leder drin, die der Twikes hatte. Okay. Das kann auch mal da raus. Pfeil und Bogen kommt jetzt mal hier rein. Betäubungspfeile brauchen wir erstmal nicht, weil wir nichts mehr zählen wollen. So, dann die Chitin-Sachen. Das kommt auch nochmal da rein. Ach ja, das könnte ich ja mal anziehen. Was hatten wir hier noch drin? Nochmal das gleiche. Ah ne, okay. Doch noch ein paar Sachen. Ah, hier war das drin, okay. Gut. Dann werde ich mal gucken. Kopf. Habe ich irgendwo Kopf noch irgendwo? Habe ich nicht. Schade. Hat noch nicht irgendwo Waffenkleidung. Doch, da ist noch was. Gucken, der Rüstungswert. Ich weiß gar nicht. Ich hatte ja hier schon mal so Metall gefunden. Auch schon mal nicht schlecht. Aber lassen wir erstmal. Dann packe ich das mal. Den Skin mal weg. Hat er den gemacht? Nö. Das ist voll. Deswegen. So, Holz packen wir auch mal weg. Brauche ich aktuell gerade gar nicht. Ist auch schon wieder voll die Kiste. Mein Gott. Alles voll hier. 45, 45. Okay, hier ist noch Platz. Der Stego schubst mich nämlich gerade mit seinem Kopf hier ein bisschen durch die Gegend. Ziemlich unhöflich. Siliziaperlen und Öl. Okay, Öl, das können wir mal da reinmachen. Das kommt nämlich in den Ofen. Und wir machen es auch mal an, denn wenn man Erze, also im Prinzip nicht, aber man kann halt währenddessen man Erze brennt, also Metallbahn, habe jetzt wieder 29 Metall, kann man Öl und Leder kombinieren und dann kommt dann Benzin raus. Ja, durch Leder und Benzin, wie auch immer. Und es ist gar nicht unwichtig, denn wir brauchen ja irgendwann auch noch Strom. Also für Kühlschränke, wir können ja hier Kühlschränke bauen. Haben wir mittlerweile hier diese zwei Räucherkammern, wo wir ein bisschen Fleisch drin aufbewahren könnten. Das können wir uns dann ein bisschen haltbarer machen. So, da haben wir schon Benzin, 5. Deswegen brauchen wir noch ein bisschen mehr Öl. Müssen wir mal gucken, mit Trilobites töten oder so, oder halt mal irgendwo unter Wasser ein bisschen erkunden. Ja, mit dem Benzin kann man dann halt auch die ganzen elektronischen Gerätschaften hier am Laufen haben. Wie solche Bergbänke, Fabrikator und so. Ja, aber ich würde sagen, fürs Erste heute, das war's dann erstmal. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Und falls ihr noch kein Abo habt, dann wäre nicht schlecht, wenn ihr abonnieren würdet. Ich freue mich dann auf die nächste Folge mit euch. Und sag dann erstmal tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Exi mit.